So, herzlich willkommen zu Examination Day 12 und ich hoffe mal, es ist auch die 12. Folge dran. Ne? Ja, sehr schön. Okay, dann würde ich mal sagen, lange Rede gar keinen Sinn. Examination Day Test. Okay, warum machen wir das jetzt hier? So, easy. Ja, sind Bilder. Wer Japanisch kann, weiß auch, was hier steht. Ist aber kein. Nicht das einfache Japanisch, sondern. Ja. Das, wo man schon ein bisschen mehr Lesespeeds braucht. Sag ich jetzt mal. Die Japanisch können jetzt, was ich meine. So, dann bin ich ja mal gespammt. Was für Level jetzt kommt. Ach ja, die Fort. Ja, ja, genau. Okay. Digga, voll stealthy hier. Ja. Den habe ich zu spät gesehen. Komm, schieß! Schieß, schieß, schieß! Nein, 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 du schießt! Ach, warum schießt er denn nicht gegen den Fass? Du Fassbrause, du! Mädel? Du und ich, ne? Ah, komm mal her! Oh, schieß! Fuck! So, jetzt tap an! Schieß! Was? Er hat sich fast nicht Och, Alter! Was tue ich hier gerade? Ja, das war dumm. Ach ja, ich will den Technical Mode, da reichen ja zwei Treffer schon aus. Schissel. Okay, also doch wieder anschleichen. Ja, die habe ich da hinten gar nicht gesehen. So, easy. Okay. Gut. Dann können wir jetzt mal da vorne das Ding aufmachen. Das war hier hinten. Ja. Jetzt ein bisschen Munition hier mitnehmen. Warum haben wir nur so wenig Munition? Hier noch was? Ach komm, ich brauche noch einmal Shotgun. Kannst du doch nicht machen hier. Denn das ist immer Shotgun. Oh lol, aber man kann ihn nicht. Ah, vielleicht doch. Nee, kann man nicht. Hä? Wenn man Use benutzt bei meinem Fenster, macht man das kaputt? Wie kommt denn auf die Idee? Vor allem, wir haben es kaputt gemacht, aber trotzdem noch nicht durch. Ist ja voll ungefähr. Na gut, okay, komm. Lassen wir das mal. Ich könnte mich jetzt mit Noclip dahin cheaten, aber ganz ehrlich. Nope. Oh, da kommt dafür jemand. Aua! Alter! Wenn man ein bisschen stealthy sein. Oh nein! Digga, 3% Leben! Wollt ihr mich verarschen? Wo ist denn der Herz? Hallo? Herz nach Flügel? Ach da. Komm her, wo bist du da? Also die Spectre, die sind denn doch eher eine Nummer, die nicht für Stealthy geeignet ist, weil die einfach zu overpowered sind. Zumindest für Nahkampf. Uah. Ich hab nur die Axt. Ja, ich bin ein Hässchen. Der Karton hier ist ganz geil, weil dadurch kommen wir nicht weiter.
Digga, das wird hier gerade ein richtiges Stealthy-Let's Play, oder? Naja, Stealthy ist das jetzt eigentlich nicht mehr, weil das Ding ist alles andere als leise. Aber. Ich muss aufpassen, dass von der anderen Seite keiner kommt. Dass ich die günstig anlocke. Nein! Ja, komm, schieß mich. Da ist ja noch einer gewesen. Hey, wie hab ich den gerade nicht gesehen? Okay, dann würde ich mal sagen, Stealth Set ist vorbei. Weil die kriege ich definitiv nicht im Nahkampf belegt. Das heißt, ich brauche einen Rückzugspunkt. Das ist der hier, der ist ganz gut. Wobei, nein, den kann ich nicht gucken. Ich bleib also über den Kartons und dann würde ich mal sagen. Wow! Alter, leck mich doch am Arsch. Wo sind die jetzt alle? Leck mich. Leider kann man mit der Pistole nicht anvisieren. Also, ne, kann man ja anlegen. Wow, 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 wow! Von wo? Ich sehe nichts. Wow, wow, wow. Okay, hier sieht was. Dann dürfen irgendwie kriegt aber mit der Pistole definitiv nicht. Wo ist denn der jetzt? Der war doch da oben. Okay, sieht sicher aus, dann lade ich mal meine Pistole nach. Hallo, er hat Pistolenmunition, bitte kommen, danke. So, hier müsste auch eine Pistole sein. Jawohl, okay, passt. Gut, dann haben wir das schon mal geschafft. Achso, halt, wir müssen ja hier drinnen den Schalter umlegen. War ja klar, Pinky? Ernsthaft jetzt? Fucking scheiß Pinky? Klar, genau hinter dem Kaktus. Was war das denn gerade? War ja voll daneben. Geht doch.
Alter. Hallo Mädels! Na, wie geht's euch so? Ja, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. So, wollen wir mal hier hochgehen? Achso. Hat der voll was gebracht? So. Okay, ein Drittel der Gegner haben wir erledigt. Oh Mann, Alter. So, Blackbirds brauchen wir nicht. Es ist aber schön, dass wir zwei rumliegen. Wenn wir dann nachher auf jeden Fall mitnehmen. Gott, so ruhig hatte ich die Map am Anfang gar nicht in Erinnerung. Ich dachte, es gibt jetzt hier waren auch am Anfang ein paar Gegner. Aber gut, so besser. Ja, und hier fängt dann der Spaß an. Oh, ich freue mich schon ein bisschen. Eigentlich gar nicht. Nein, das war ein Witz. Eigentlich habe ich bevor, das Spiel zu deinstallieren. Oh Gott, na dann. Wie weit kann er mich denn bitte schön, Digga? War das schon längst aus seiner Reichweite raus, oder nicht? So. Booyah. Zwei Archwalds. Wollt ihr mich verarschen? Sind da jetzt ernsthaft zwei Archwalds? Okay.
Da waren zwei Archvials. Wow, 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 Scheiße. Was? Och, Neo noch Imps wieder. Erstmal zurückziehen. Ich höre immer noch einen Imp. Nicht so freundlichen Freund. Alter, den kann ich denn daneben schießen? Oh. Dafür habe ich jetzt gleich beide getroffen. Sehr schön. So, was ist hier noch mit drin? Und Revenant könnte auch noch mit drin sein. Ich denke einfach noch ein Archvile. Wollt ihr mich denn ruinieren? Waren hier echt schon immer drei Archviles drin? Oh, ja, war was. Da hinten ist der Revenant. Sehr schön, die machen sich nämlich gerade alle gegenseitig fertig. Da kann ich hier nämlich so lange schon mal hier ein bisschen wieder aufräumen, also aufräumen. Mein Zeug zusammensuchen und während die sich da alle fertig machen, dann habe ich nämlich nachher weniger Gegner. Jawoll. Naja, Archvials sind so leicht für eigene Zwecke zu missbrauchen. Oh, Plasma. So, mehr ist hier ansonsten nicht, ne? Schade eigentlich. Ich weiß nicht, gibt es hier eine Fessel was? Ne, gibt's nicht. Weil bei Mülleimern, da weiß ich das, wenn die Mülleimer rumstehen, die kann man zerschießen oder kaputt machen, allgemein. Und dann droppen die mit geringer Wahrscheinlichkeit etwas. So, mach ich jetzt mal hier die ganzen Viecher platt. Von hier ist nämlich gerade die erhöhte Position echt geil. Weil diese weißen Viecher sind ja relativ empfindlich auf Headshots. Und von der erhöhten Position sind natürlich Headshots relativ easy. So, irgendwo ist hier noch ein Imp, der mir gerade aus dem Sack geht. Okay, das war's scheinbar. Gut, dann betrachte ich den Ort jetzt hier erstmal als abgeschlossen. Ne, da hinten kommt gerade Gegner durch, kann das sein? Ich höre gerade wieder Imps. Ja. Noch mehr? Die hier auf die Fresse wollen? Gut, okay, dann kommt jetzt der nächste Bereich. Ich darf nicht so viel Schrotflinte verbrauchen, weil ich weiß nicht, wie viel wir hier in der Map noch bekommen. Wahrscheinlich nicht so viel, wie ich hier gerade verschwende. Von daher bleibe ich jetzt mal lieber bei der hier, beziehungsweise bei der Uzi. Oh. Was haben wir da Vögel? Was kamen die denn alle an? Ja genau, komm mal her. Kann ich die alle her? Uah! Boah, was hab ich gerade? Können wir doch auf beiden Seiten rum, kann das sein? Das macht die Sache dann doch dezent gefährlicher. Jetzt nicht so schwer, dass es unmöglich ist, aber ich muss mich verdammt nochmal hier zusammenreißen. Wow, wow, wow. Alter. Die Imps gehen mir gerade auf den Sack. Vor allen Dingen ist das halt hier wieder so ein Terrain, wo du die ganze Zeit nur rumschlitterst. Da musst du mal aufpassen, dass du nicht in so eine Flugbahn reinschlitterst. Gerade mit den ganzen Schrägen und Kanten hier. Da brauchst du Allradantrieb. Okay, ich glaube, das war's.
aber krass, warum das hier wieder so eine Falle war, wo man nicht mehr rauskommt. Das wäre echt mies gewesen. So, okay. Ja, also jetzt auf jeden Fall bei der hier bleiben, wo unsere Schrotflinte ist halt leer. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel wir hier noch Ammunition bekommen. Wahrscheinlich nicht so viel. Das ist noch ein Imp. Na, komm mal her. Ach, von da hinten schon. Okay. Ja, das hinten wird tatsächlich eine Freude, weil ich noch nicht so ganz weiß, wie ich die erledigen darf. Nur Scheiße. Jetzt muss ich wieder alle aufeinander hetzen. Also gegeneinander hetzen. Wow, 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 wow. Pause ist noch da. Ah, ne, gut, okay. Der Revenant ist tot, von daher ist der Rest dann Handarbeit. Mist. Ah. Der Felsen hier, ey. Oh Gott. Warum Revenant? Und wo bin ich gerade schon hängen geblieben? Ich bin noch nach links gelaufen. Ist das schon wieder so ein scheiß Vorsprung gewesen oder was? Ja, das ist eine Kante. Ja, super. Warum bleibt man hier immer an Kanten hängen? Das ist so. Na komm, wir werden schießen. Schieß doch, wenn wir nicht. Schieß! Geht doch! Ich hab Bock hier zu warten. Ist er tot? Ja, tot. Okay, jetzt muss noch ein paar Imps. Okay. Sieht tatsächlich gut aus. So, jetzt haben wir nahezu keine Trotzfeld-Munition mehr. Das ist bedauerlich. Das Einzige, was wir noch hinten haben, sind ein paar Backpacks. Und das war's dann auch schon. Oder war da noch Schrotflinte? Nee, ne? Nee. Vielleicht war das gerade kein Fehler, die jetzt schon aufzunehmen, weil es sind noch hoffentlich Gegner. Aber ist doch jetzt schon das Ende der Map, oder nicht? Oh nee, geht's noch weiter. Was war das denn? Oh. Den Raum kenne ich noch gar nicht, okay. Der kann man auch definitiv hinzu. Ich dachte, ich bin so hoch geskillt, dass ich hier beide mit einmal treffe. Okay, halt also erstmal hier. Ja, in dem Raum. Was soll man machen? Na dann, kommt mal alle her. Ich hab da was für euch. Der nächste, bitte. Wow. Wie viele da noch drin sind. Boah, Alter. Okay, ich wechsle mal lieber zu die hier. Die ist präziser. Na komm, schieß! Geht doch! Da ist er ja, mein Held! Na komm her! Digga, was geht los? Alle Downloads angehalten oder fertiggestellt? Hoffentlich fertiggestellt, Junge. Quick Save, ja.
Und damit hatte unser Schrotflintenproblem auch ein Ende. Gibt's nämlich schon viel Schrotflinte, wie es aussieht. Komm jetzt hier. Danke. Oh, da hättest du noch eine. Uah, nicht hängen bleiben. Tja, also der Raum hier ist definitiv neu. Ich meine, an diese großen Rotoren hier kann ich mich sogar schon fast erinnern ein bisschen. Weil Tests, ob sie auch scharf sind. Ja, sind sie. Aber an den, an das Ding hier kann ich mich gar nicht erinnern. So ein Schalter hier, so eine kleine Ecke? Ernsthaft? Oh, ich weiß schon, welches Level danach kommt. Jaha, juhu. Auch ein geiles Level. Wird zwar auch scheiße schwer, aber es ist trotzdem geil. So, dann gehen wir mal schnell zu unseren... Oh, ich wollte gar nicht rauf. Kann man so raufspringen? Hä, hey, wie soll man schon so hoch springen können? Okay. Och, Alter. Leck mich. Geht doch. Danke. So. Thanks. Gut, dann holen wir uns mal die Rucksäcke und dann verabschiede ich mich auch von dieser Welt. Ja, alle Gegner haben wir. Sehr schön. Wow, wow, was war das gerade? Mikro-Ruckler Deluxe. Uns fehlt echt immer noch Schrotflinte. Ich glaub das nicht. Aber gut, ich meine, drei Schrotflintenpatronen, die uns fehlen, damit kann man noch leben. Wobei ich mich gerade doch schon für Suizid gefährdet fühle. Es wäre halt auch geil, wenn die Dinger hier so ein bisschen Zug machen würden. Wenn man hier, also, wenn ich jetzt gerade langlaufe, dass sie mich gerade so ein bisschen reinziehen, dass man so dagegen ankämpfen muss. Wisst ihr? Und so ist es hier echt lame. Kann ich einfach langlaufen, bumm, fertig. Es wäre halt auch so ein bisschen so, ne? Bisschen. Wäre halt geil. Okay. Doch, ich bleib bei der hier. Dann oder nee, doch, bleib bei der hier. Macht sich bei Realism Tactical Mode, macht sich die Waffe definitiv besser. Weil man so ein bisschen aus der Ferne schon alle wegballern kann und nicht erst, wenn man kurz vor dir ist. Ja, von daher, ne, würde ich mal sagen, die nächste Map wird spaßig. Das ist nämlich die... Naja, werdet ihr denn dann schon sehen, wenn ihr das noch nicht wisst. Auf jeden Fall eine sehr spaßige Map. Gut, auf jeden Fall, in dem Sinne würde ich dann erstmal sagen, schau mit V, haust darin und dann sehen wir uns übermorgen zu 3-Jahres-Gespräch wieder. Spaß. Nein, nachher. Beziehungsweise übermorgen doch, wenn ihr nur die Examination Day Folgen guckt, dann klar. Ansonsten kommt ja morgen wieder Doom Eternal. Ja, schau mit V.